Wir sind heute in Südtirol unterwegs, eines der kleinsten Weinbaugebiete Italiens und auf dem Weg Richtung Kaltern. Das Weingut Peter Sölver und Söhne, das wir heute besuchen, zählt zu den ältesten Weinbaubetrieben in Kaltern. In mittlerweile 10. Generation widmet sich die Familie Sölver dem Weinbau und der Traubenkelterung. Stefan Sölver hat sich heute Zeit für uns genommen. Und jetzt ein Nachbar drüben arbeitet manual. Wieso ist das schon wieder nicht zertifiziert? Ja. Aber ist mir eigentlich relativ wurscht, ob ich es zertifiziere. Mir ist wichtig, dass ich so arbeiten kann, wie ich vertreten kann. Der Erfolg gibt Stefan Sölver recht. So konnte er zum wiederholten Male Bestnoten für seine Weine erlangen. Auch der Wein aus dem ehemals der Familie Saffer gehörenden Weinbergen wurde hier früher abgefüllt. Der einzige gewinnbringende Punkt in meiner Philosophie ist, dass ich qualitätsbewusst arbeite. Also lieber weniger, aber dafür qualitativ hochwertig, damit wir im Markt bestehen, weil es gibt einfach zu viele Kollegen, die auch sehr gut arbeiten. Also müssen wir im kleinen Bereich arbeiten. So, das ist jetzt Lavardi. Das sind die ganzen alten Riegelnamen. Und Lavardi, du siehst jetzt, das ist der Vorteil der Gletscherbewegungen. Über Jahrtausende haben sich hier die Moränen und die ganzen Gletscherzungen eben entwickelt, haben sich dann diese Hügellandschaften, die schon seit Jahrhunderten in den Büchern stehen, dass die Weinberge an der praktisch Westseite sich ganz gut und interessant entwickelt haben, weil eben da diese Hügel mit vielen Mineralien, was wir ja vielleicht von vorneweg sagen müssen, die Grundbodenstrukturen, die wir hier haben, sind mehr Lehmkalk hier im Süden Südtirols. Aber durch den Gletscher gab es halt auch sehr viele, eben nicht nur Feldspatböden, sondern auch Glimmerböden. Das ist der Vorteil, dass in diesen Hügeln auch der Glimmer, was ist der Unterschied? Glimmer ist sehr verwitterungsaktiv, gibt damit Minerale frei. Und das ist für Wurzeln, für das Thema Terroir ein wichtiger Aspekt. Und natürlich auch die Landschaftsgeologie. Hier sind wir auf 400 Meter aufwärts und jetzt gehen wir auf 400 Meter runterwärts. Hat man natürlich einen Vorteil auch für die Entwicklung der Trauben. Heute, durch die globale Erwärmung, ist weiß auf 450 Meter aufwärts idealer und rot 450 Meter runterwärts. Somit war viel Zeit notwendig, um die Leute zu bekehren, um die Leute auch klar schief zu machen. Wir müssen ausdünnen, wir müssen die Rebsorten da pflanzen, wo sie gut tun. Wir müssen die Erziehungssysteme anpassen, wir müssen einfach im Weinberg mehr Zeit investieren. Und das war das Ziel und das hat mich eben gut 20 Jahre gekostet, bis das langsam in die Richtung gekommen ist. Ja, vor allem, ich meine, es ist ja dann auch eine Entscheidung, die ist ja auch so radikal, da muss man ja auch wirklich selber total dahinter stehen. Ja, absolut. Und wenn alle gegen einen sind, dann hat das war hart. Auch selber das war Zweifel. Hart. 5 Jahre habe ich mir gedacht, so, für was mache ich das überhaupt? Okay. Aber mich hat die Leidenschaft gebracht. Ich liebe die Natur zu verfolgen, sie zu beobachten, zu sehen, wie das wächst. Was passiert, wenn du es so machst oder anders machst? Also ich finde das einfach genial. Und das macht mir heute immer noch Spaß. Und das ist der Grund, warum Wein zu trinken und zu wissen, was dahinter passiert ist, einfach etwas Geniales ist. Und euer Export, ihr macht auch? Wir machen auch Export, ja. Also Export gibt es genügend Möglichkeiten. Es ist natürlich noch nicht so ideal und einfach, aber wir arbeiten dran, dass wir eben durch die gute Verteilung einfach statt 5 Kunden 100 Kunden haben, ja, und damit nicht mehr unter Druck kommen mit den Verkäufen. Ja. Das ist das Ziel für einen kleinen Winzer. Viel mehr Kunden zu haben, damit ist der Druck pro Kunde weniger und wenn mal einer wegfällt, bist du trotzdem auf Kurs. Das ist die Philosophie. Man muss halt als Winzer, wenn man ein One-Man-Show ist, muss man natürlich Weinbau, Kellertechnik und Verkauf ein bisschen überschauen.